Hallo, ich bin die Lisi, arbeite in der Pfotenhilfe Lochen. Wir beherbergen auf unserem Tierschutzhof ganz viele verschiedene Tierarten, die niemand mehr wollte, gefunden wurden etc. Aber heute möchte ich euch unser Streunerkatzenprojekt vorstellen, um auf das Leid der Streunerkatzen aufmerksam zu machen, weil gerade in der ländlichen Gegend laufen irrsinnig viele Katzen herum, die niemandem gehören, um die sich niemand kümmert, die natürlich nicht kastriert sind und sich fleißig weiter vermehren. Darum haben wir unser Streunerkatzenprojekt ins Leben gerufen. Da werden Fallen aufgestellt, die Tiere eingefangen, zum Kastrieren gebracht, als gegen Parasiten behandelt und dann werden sie im angestammten Areal wieder freigelassen, weil es für Streuner ganz, ganz schlimm ist, wenn die eingesperrt werden. Manchmal geht das nicht, weil es einfach zu gefährlich ist, weil die Hauptstraße daneben ist, weil eine Scheune abgerissen wird, in der sie sich bisher aufgehalten haben. Die dürfen dann bei uns am Hof bleiben und sich hier frei bewegen. Oder aber wir bekommen Anrufe, dass irgendwo hinter einem Holzhaufen auf einer Dachrinne kürzlich bei den unmöglichsten Stellen ein Wurf von Katzenbabys entdeckt wurde. Da wird dann auch eine Falle aufgestellt, das Muttertier gefangen, mit den Babys zu uns gebracht. Und die darf dann hier in Ruhe ihre Kinder großziehen. Nicht selten sind sie aber krank, übertragen die Infektionskrankheiten schon an die Kleinen weiter. Wie gesagt, oder haben einfach keine Milch, weil sie schon so ausgemergelt sind, weil sie selber schon so entkräftet sind. Oder sie haben so einen Stress mit der Gefangenschaft, dass sie sich nicht um die Jungen kümmern. Die werden dann von uns, wie dieser kleine Kerl, mit der Flasche großgezogen. Er ist leider der einzige Überlebende von einem Wurf, weil eben da auch leider die Babys von der Mama ziemliche Krankheiten übertragen bekommen haben. Ja, und gesagt, die werden dann eben von uns mit Fläschchen versorgt, kommen, wenn sie groß genug sind, in Familien und die Mütter werden dann kastriert und wieder dort freigelassen, wo sie ursprünglich her waren. Und dieses Elend, diese Streunerkatzen eben, lässt sie nur reduzieren mit Kastrationen, nur durch Kastrationen. Und das ist das Ziel von unserem Projekt, dass wir diese Streunerpopulation so weit wie möglich reduzieren.